Die amerikanische Regierung nach wie vor gefährlich, beziehungsweise Journalisten wie er. Denn er, beziehungsweise Journalisten, die so mutig sind wie er, die können eine Meinung der Öffentlichkeit ändern und damit auch eine Änderung der Politik bewirken. Deswegen sind die Amerikaner, ist die USA auch so, ja, verfolgt sie ihn so gnadenlos. Wir sind ihm also zu großem Dank verpflichtet, weil er Bilder und Argumente geliefert hat, die wir für die Forderung nach Frieden nutzen konnten, als Friedensbewegung. Wir als ärztliche Friedensorganisation zollen ihm dafür sehr, sehr viel Respekt. Und wir fühlen uns verpflichtet, ihn so zu unterstützen, wie er die internationale Friedensbewegung unterstützt hat. Wir fordern seine Freilassung. Wir fordern seine Freilassung, aber nicht nur als Friedensorganisation, sondern auch als Ärzte. Die Haftbedingungen von Julian Assange sind psychische Folter. Das stellte schon der UN-Sonderberichterstatter für Folter Nils Melzer fest. Die Isolationshaft, die jahrelange juristische Willkür, die Missachtung seiner grundlegenden Rechte und die ständige Angst vor Auslieferung, die mediale Diffamierung und die Trennung von seiner Familie sind Folter. Als Ärztinnen haben wir die ethische Verpflichtung, diese Folter anzuprangern und uns für ihre Beendigung einzusetzen, liebe Friedensfreundinnen und Freunde. Die anhaltende Misshandlung zermürben seit nunmehr einem Jahrzehnt die Gesundheit von Julian Assange. Er leidet unter einer stressbedingten Herz-Kreislauf-Erkrankung. Er leidet unter zerebralen Durchblutungsstörungen und Depressionen bis hin zum Selbstmordgedanken. Hier wird vor unser aller Augen ein Mensch zugrunde gerichtet. Dem müssen wir Einhalt gebieten, liebe Freunde. Wo sind denn nun unsere wertegeleiteten Politiker, die auf der moralisch guten Seite der Menschheit stehen? Annalena Baerbock ist hier gerade in München auf Wahlkampftour. Sie hat vor der... Sie hat vor der Wahl noch versichert, sich für die Freilassung von Julian Assange einzusetzen. Seit sie Außenministerin ist, hört man kein Wort mehr davon. Wie kann das sein? Auf der ganzen Welt ist sie unterwegs und belehrt alle über Menschenrechte. Wie kann sie dann Folter in Europa zulassen? Julian Assange ist nicht in Guantanamo. Er ist hier in England, das die Menschenrechte der UN-Charta unterzeichnet hat. Er hat ein Menschenrecht auf Unversehrtheit. Er muss unverzüglich menschenwürdige Haftbedingungen bekommen und darf auf keinen Fall an die USA ausgeliefert werden. Er muss freigelassen werden. Dafür muss sich unsere Außenministerin einsetzen, wenn sie nicht wortbrüchig werden will, liebe Friedensfreundinnen und Freunde. Julian Assange hat gezeigt, dass es keinen Krieg ohne Kriegsverbrechen gibt. Es gibt keinen gerechten Krieg, wie uns jetzt wieder weisgemacht wird. Er könnte den Journalisten von heute ein leuchtendes Vorbild sein. Wo sind aber jetzt die Journalisten, die in seine Fußstapfen treten? Wo sind die Journalisten, die den Krieg in der Ukraine von allen Seiten zeigen? Es finden auch in diesem Krieg nicht nur von einer Seite Verbrechen statt. Wir erleben aktuell eine vollkommen einseitige Kriegsberichterstattung, ja sogar eine Heroisierung des Krieges. Mehr denn je brauchen wir wieder unerschrockene Journalistinnen und Journalisten in der Tradition von Julian Assange.
Er steht beispielhaft für die Verantwortung eines Journalismus für den Frieden. Denn wie Julian Assange selbst sagte, if wars can be started by lies, peace can be started by truth, liebe Freundinnen und Freunde. Wir brauchen wieder viele Julian Assanges. Er müsste den Friedensnobelpreis bekommen, statt im Gefängnis zu sitzen, liebe Freunde. Vielen Dank. Ich übergebe jetzt das Wort an meinen Kollegen Helmut Lohrer, den International Counselor bei IPPNW. Danke sehr. Hallo. Ja, liebe Friedensfreunde und Friedensfreunde, und vielen Dank, Ingrid. Ich kann nur unterstreichen und jedes Wort unterstützen, das sie gerade gesagt hat. Und ich will einfach noch mal darauf hinweisen, auch aus Sicht unserer Friedensorganisation der IPPNW, wie wichtig der Beitrag von Julian Assange für den Frieden war und ist und sein sollte. Zusammen mit, also die IPPNW, die deutsche Sektion der IPPNW, aber darüber hinaus auch andere unserer internationalen Organisationen, insbesondere in Australien, wo Julian Assange ja herkommt, unterstützen die Freilassung von Julian Assange. Und wir haben das immer wieder auch durch Mehrheitsbeschlüsse unseres Vorstandes und unserer Mitgliedsversammlungen gefordert. Wir haben jüngst zusammen mit unserer Schwesterorganisation IALANA, das sind die Vereinigung von internationale Vereinigung von Juristinnen und Juristen gegen Atomwaffen, einen Aufruf vor etwa sechs Wochen einen Aufruf veröffentlicht, der auch die Forderung von Julian Assange und den Hinweis geleistet hat auf die imminent drohende Auslieferung, sobald diese letzte Hürde, die im Moment seine Auslieferung noch verhindert, zu seinen Ungunsten ausfällt, droht wirklich innerhalb von wenigen Tagen die Abschiebung. Und das wäre ein Desaster. Dieser Aufruf hat in den sozialen Medien und international einiges an Aufsehen erregt. In den deutschen Medien, muss man sagen, hat außer der jungen Welt niemand darüber berichtet. Diese Information scheint unsere Presse nicht interessiert zu haben. Was mit Julian Assange passiert, ist in mehrerlei Hinsicht ein Desaster. Man muss sich vorstellen, der Mann sitzt die meiste Zeit vom Tag in seiner Zelle ohne Kontakt. Das ist Isolationshaft und das ist Folter, wie Ingrid gerade eben schon gesagt hat und wie auch Nils Melzer, der frühere Sonderberichterstatter für Folter bei der UN, festgestellt hat, der ihn mehrfach besucht hat. Er sitzt also die überwiegende Zeit vom Tag alleine in seiner Zelle ohne menschlichen Kontakt und seine Gesundheit hat schon jetzt schweren Schaden genommen. Ich habe mich letztes Jahr selbst mit seiner Ehefrau, mit Stella Assange, in London getroffen und sie hat mir sehr, sehr eindrücklich erzählt von einem Besuch, von dem sie gerade kam und es war ergreifend. Ich hätte weinen können, als ich ihr zugehört habe, in welchem Zustand sie ihn antrifft und unter welchen Bedingungen sie ihn besuchen kann, wie ihre Kinder darunter leiden. Das ist ein unglaubliches Desaster für diesen Menschen, für diese Familie und für die ganze Gesellschaft. Es ist ein Desaster auch darüber hinaus für uns alle. Im Moment tobt in der Ukraine ein Krieg, von dem wir alle wissen, dass er mit jedem Tag, den er andauert, mit größerer Wahrscheinlichkeit eskalieren kann. Eskalieren kann bis zu einem uns alle vernichtenden Atomkrieg. Wie wichtig dieser Krieg hat nicht erst mit dem völkerrechtswidrigen Einmarsch Russlands in die Ukraine begonnen, sondern hat eine Vorgeschichte. Wie wichtig sind diese Geschichten zu erfahren? Wie wichtig wäre es von uns, Dinge zu erfahren, die jetzt im Verborgenen passieren, um zu verstehen, was hier passiert? Wie wichtig wäre es also, einen Julian Assange zu haben, der uns hilft, der Mechanismen in Gang gesetzt hat, der wichtige journalistische Arbeit gemacht hat? Und nichts anderes war das, was Julian Assange tut, der also diese Informationen für uns ans Licht zerrt. Wie wichtig wäre es? Ich sage, Julian Assange sitzt auch in Gefangenschaft, um genau das zu verhindern, weil wir nicht wissen sollen, was wir nicht wissen sollen und was aber so wichtig wäre. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum Julian Assange nicht frei sein darf, weil er nicht tun darf, was er zu tun hätte. Und wie gesagt, das Ziel ist auch, dass sich ja niemand anderes traut, diese wichtige Arbeit zu tun. Deswegen im Namen
von ihm selbst, im Namen seiner Familie und im Namen von uns allen, im Namen des Friedens auf dieser Welt fordern